Samsung Galaxy A51 versus Galaxy S7 Edge. Welches Handy ist besser? Ein interessanter Vergleich. Ich stelle die unterschiedlichen Fakten der Smartphones in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften gegenüber. Am Ende des Videos bekommt ihr ein Gesamtergebnis. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unten klicken. Design. Im Bereich Design gewinnt das Galaxy S7 Edge eindeutig mit 83 zu 51 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen. Ist staub- und wasserdicht. Spritzwasserfestigkeit. 15 Gramm leichter. 0,2 mm dünner. 7,6 mm kürzer. 1 mm schmaler. Und 8,5% geringeres Volumen. Bildschirm. Im Bereich Bildschirm gewinnt das Galaxy S7 Edge deutlich mit 78 zu 71 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen. 32% höhere Pixeldichte, 42% höhere Auflösung und zwei neuere Versionen von Gorilla Glass. Das Galaxy A51 hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil. 18,2% größere Bildschirmgröße. Leistung. Beim Punkt Leistung gewinnt das Galaxy A51 eindeutig mit 88 zu 71 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen. 2,1-fach schnellerer Prozessortakt, 4 GB mehr Arbeitsspeicher, 64 GB mehr interner Speicher, 4 Nanometer kleinere Halbleitergröße, 267 MHz höhere Arbeitsspeichergeschwindigkeit, 744 GB mehr externer Speicher unterstützt und 0,1 höhere Version von eMMC. Kameras. Bei der Kategorie Kameras gewinnt das Galaxy S7 Edge eindeutig mit 79 zu 69 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen. 15% größere Blende bei minimaler Brennweite, hat kontinuierlichen Autofokus bei Videoaufnahmen, hat einen CMOS-Sensor, es speichert Fotos auch im Rohdatenformat und eine Blitz-LED mehr. Das Galaxy A51 hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile. 5,8-fach mehr Megapixel der Hauptkamera, 6,4-fach mehr Megapixel der Frontkamera, es hat eine Doppelobjektivkamera und es bietet eine manuelle Verschlusszeiteinstellung. Audio. Bei der Kategorie Audio gewinnt das Galaxy A51 eindeutig mit 58 zu 33 Punkten. Es sticht hier durch folgenden Vorteil heraus. Hat ein Radio. Akku. Beim Punkt Akku gewinnt das Galaxy S7 Edge deutlich mit 71 zu 64 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgendem Merkmal besser. Kann kabellos aufgeladen werden. Das Galaxy A51 kann auch punkten und hat folgenden Vorteil. 11,1% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. Beim Punkt Eigenschaften kommen beide Smartphones auf 82 Punkte. Das Galaxy A51 ist in folgenden Eigenschaften besser. 33% schnellere Downloads, 0,8 Versionspunkte neuere Bluetooth-Version, dreifach schnellere Uploads, unterstützt zwei SIM-Karten, hat Typ-C-USB-Anschluss, 51 mehr Sprachen unterstützt und unterstützt sofortige Markierung. Das Galaxy S7 Edge ist in folgenden Merkmalen überlegen, ist von der Digital Living Network Alliance zertifiziert, hat eine Pulsuhr und hat einen Barometer. Ergebnis. Mit 71 Punkten liegt das Samsung Galaxy A51 in der Gesamtwertung knapp vor dem Samsung Galaxy S7 Edge mit 68 Punkten. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unten klicken. Wenn euch dieser Vergleich auf Basis von Produkteigenschaften gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Schreibt auch gerne, für welches Produkt ihr euch entschieden habt.
Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.